Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Im letzten Part hat sich Clavia unserem Ermittlungsteam angeschlossen und jetzt wollen wir uns dann erstmal die Statuen genauer angucken von ihm und auch von Phoenix, die ja zerbrochen sind. Denn vielleicht können wir die jetzt wieder zusammensetzen und dann da, irgendetwas Neues herausfinden oder so. Bin mir nicht ganz sicher, wie das dann gleich funktionieren wird, aber wir gucken mal, ob das jetzt klappt. Hier noch, genau. It's a copy of the school paper with the story about the alleged love triangle. I wonder if people really waste their time reading this stuff. Oh, it's more popular than you think. What was that? I thought I heard something just now. You're just hearing things. It was nothing more than your ears playing tricks on you. Ja, ich will die zusammensetzen. Muss ich hier hin? Oh, no, Prosecutor Gavin. You're a complete wreck, literally. Why in the world would someone do something like this? I don't know, but whoever did it must have felt an amazing sense of release. Can I take that as a confession, Herr Forehead? What? No! I feel bad for Robin. She worked so hard on these. Let's pick up the pieces for her. You got it. Let's check every corner of the stage then, ja? Okay, ich darf das doch nicht machen. Ich dachte, ich könnte jetzt da so ein Puzzle machen und die zusammensetzen. Aber geht anscheinend doch nicht. Aber warte, da war nochmal was, Moment. Ne, das wollte ich mir gar nicht anschauen. Ach, den Hintergrund nämlich noch, weil der ist ja auch neu, irgendwie. Oder da hat, nicht neu, aber da hat Clavia was beim letzten Mal dazu erwähnt. There's even a prosecutor's bench here on the stage. Ah, the memories, Fräulein. As a former rockstar and a prosecutor. The prosecutor's bench has taught me much about human emotions, passion and fights. I can picture it now. You with your silvery singing voice and Apollo sweating bullets. Hey, how about picturing me winning once in a while? So, jetzt mal nochmal kurz, Moment. So. Und der Hintergrund, genau. I don't know, this is fine for a rock concert, but the nighttime sky is backdrop for a courtroom? Personally, I think it's breathtaking. I mean, speaking the truth under a starry sky, or a starry sky, don't you think it's romantic, Fräulein? And the warning? Keine Ahnung. Crescent Moon represents the maximum 3-day trial cycle. 3-day trials outdoors? No thanks. If it starts raining, my hair will be ruined. Okay, aber hier ist sonst nichts mehr. So, jetzt noch mal kurz. Also wir müssen uns einfach nochmal alles angucken hier. Anscheinend. Reiche. Ist hier irgendwas anderes? Nee. Okay. The body's gone. All that's left is a white outline. I never knew Professor Court personally. But seeing her reduced to a white outline leaves me cold inside. But in a way, she still lives on in the messages she left behind. Like the strange way her body was posed and the signs of her wrists being bound. You're right. Let's use her final messages to catch the killer. Okay. Dann noch hier. Oh. Okay, deswegen. Da ist noch ein Stückchen von der Statue. Was ist das eigentlich? Da ist auch noch irgendwas. Found one. A piece of Prosecutor Gavin's shattered pride. Ah, da vorne auch. Okay, wir müssen die erstmal suchen und dann dürfen wir es wahrscheinlich zusammensetzen. Are you saying my pride is as fragile as plaster of Paris? It looks like there are other large pieces scattered about. Okay, let's find what we can. White fragments. A large white fragment that has a distinctive shape that could be described as angular. Okay, ein großes weißes Fragment, das eine ganz besondere Form hat, die man als angular gewinkelt beschreiben könnte, halt irgendwie so, sehen wir ja hier, ne? Sieht halt komisch aus. Sieht halt aus wie ein Fragment, ne? Ja, hier haben wir auch noch eins. Found another piece of the statue. But there should still be some more. Let's leave no stone unturned. Okay, purple fragment. A purple fragment from a broken statue. It was found all alone in the strangest of places. Genau, es wurde ganz allein an einem ungewöhnlichen Ort gefunden. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat, wo wir die finden. Also hier oben zum Beispiel, bei der Richterbank. Keine Ahnung. Oh, I like the view. The judge can look down on everything from up here. Yeah, not too bad for a temporary stage. Hmm, is that so, Mr. Justice? Huh, your judge act from the mock trial. I don't know why, but it kind of creeps me out. Wrong answer again, Mr. Justice. A penalty for our mock lawyer. Nah, that is not funny. Okay. Ja, wir können uns noch voll viel hier angucken. Ich mach das mal auch noch. Könnte ja was Wichtiges sein.
Wow, they built a witness stand too, even though it's just a temporary stage. Oh, but I think they're still working on it. Let's see what this notice says. Caution, pedestal features a high-speed rotation mode. Activate with care. You mean this thing spins? Interessant. Und dann... Was können wir gerade noch angucken? Das hier, genau. Look, there's a rival over there, Apollo. Who, Prosecutor Gavin? We've battled it out a few times before, but I wouldn't call him... No, not him. I meant that speaker over there. It can output massive blasts of sound that rival your cords of steel. I have better things to do than compete with the speaker, so just forget it. Okay. Dann nochmal kurz drehen. Die Perspektive hier. Bei Phoenix. Bei seinen ganzen Fragmenten, bei seiner Statue. Oder auch die Staatsanwaltsbank und Miriam könnte ich mir auch nochmal gleich angucken. The winner of the mock trial was to take the training seminar right here. You mean Hugh or Robin? Yeah. Besides Judy, they're the only ones who could move freely around the campus. Before the mock trial. That means one of them must be the killer. Das verstehe ich immer noch nicht so ganz, warum sich nur die frei rumbewegen durften. Die waren zwar in der Umkleide und so, ja. Und alle anderen waren in der Lecture Hall, aber die hätten doch trotzdem einfach kurz rausgehen können. Das hat doch keiner bemerkt. Und dann irgendwas anderes machen. Also, dass wirklich nur die sich frei bewegen konnten, halte ich für ein Gerücht irgendwie. Muss ich sagen. But that's not really enough to go on, is it? We need to talk with Juniper one more time and persuade her to give us a name. Right, and it means we have to find irrefutable evidence before the day ends. There's no time to lose, but we can't rush it either. Efficiency is the key. Okay. Kann ich mir überhaupt... Geht das von... Okay, von hier aus geht's. Ist übrigens hier noch ein Stein irgendwo? Nee, wir machen mal noch zuerst so schnell. Wait, you don't think this weird box here is... Hands off. I knew it. I'd know that voice anywhere. Let's just ignore it. I mean, it made its wishes loud and clear. So, this is the future cardboard box technology has afforded us, huh? Okay, so jetzt dann das Wichtige noch. Das andere. Ah, hier ist sogar auch noch neu übrigens. Die ganze Szene einfach für sich genommen, oder wie? It's a bit too far away to get a good look at. Maybe we should try a different angle. Okay, von hier aus kann ich einfach gar nichts machen. Doch, das noch. Moment. Aber jetzt haben wir uns dann wirklich gleich alles angeschaut. 67! Wow, the school festival goes way back. Oh, look. The text on the sign isn't written, it's embroidered. Oder so. And there's a warning in even smaller embroidery. Embroidered sign lovingly crafted by the Handicrafts Club. Keep dry! But the sign is outside. What happens if it rains? Gute Frage. So, jetzt auf jeden Fall. Die Splitter von Phoenix. Nee, Moment. Jetzt. So. Da ist vielleicht auch ein Splitter von Clavia dabei oder so. The other statue Robin made, it's been smashed to bits. If there were some larger pieces, we might be able to put this one back together too. Yeah, but all I see are itty bitty ones. I wonder what Mr. Wright would think if he knew we put Prosecutor Gavin's statue back together, but left his like this. We could always come back to do it after the case is solved. I'll help you fix it. Nee, doch nicht übrigens. Okay, ich dachte jetzt, ich würde jetzt noch ein Stückchen finden. Weil Apollo hat ja gerade gesagt, dass wir noch nicht alle... Ah, das wollte ich gar nicht. Ah, das ist sogar noch was Neues. Oder, nee, doch nicht. Vergesst es. Apollo hat ja gerade gesagt, dass nochmal ein Stückchen fehlt. Also, dass wir noch nicht alle haben. Ah, hier. Jetzt habe ich es, okay. Found another piece of the statue. Hat der Schutz... Was? Sylvie Samoa, let's leave more stone unturned. Echt? Immer noch? Two purple fragments of a broken statue. Go and do search for more. Okay, zwei Stück haben wir jetzt schon. Und ein weißes. Interessant. Okay, ich muss mir hier... Nein, ich will doch... Ach, ich will doch immer gar nicht drücken eigentlich. Das ist gar nicht so einfach, die zu finden. Muss ich sagen. Aber es ist eine ganz lustige Idee. Mit Papier kann ich nichts erkennen, aus der Sicht. Aus der habe ich noch nicht so viel entdecken können. Ich sehe hier auch keins mehr. Aber wenn ich nochmal hier ranzoome... Es gab ja auch einige Stellen, wo ich ranzoomen konnte. Jetzt habe ich es gesehen. War er noch? Na, jetzt haben wir es, oder? Found another piece. But, na, was? Okay. Oder, warte mal, zählt das hier dazu? Dieses große Weiße da? Moment.
Ah, das ist auch noch eins, okay. This looks like another piece of the statue. Thanks, Apollo. Ah, das war Apollo. This makes 5 pieces in all. I think we have all we're going to find. Okay, gut. Okay, let's get back to where Prosecutor Gavin was shadowed. I think you might want to revert that. Okay, da haben wir jetzt auch 2 von denen. Das stand übrigens, it looks like it would good to it would feel good to smash them oder irgendwie so. Also es würde sich gut anfühlen, die kaputt zu machen. Ich muss mit mal kurz, oder was stand da genau? Moment. It looks like it would feel good to break them. Genau, es sieht so aus, als würde es sich gut anfühlen, die kaputt zu machen. Ich weiß auch nicht. aber okay. Und die standen ursprünglich halt mal bei der Statue, da oben, ja. Well, I don't see any other big pieces lying around. Yeah, let's see if we can put the statue back together. Alright, Apollo. You come over here and Prosecutor Gavin, if you could hold this. Okay, aber es wird automatisch gemacht. Ich dachte, jetzt wird ein Minispiel kommen oder so. Das wundert mich aber, dass sie aus diesen 5 ekligen Stücken, dass sie das da geschafft haben, ihr jetzt wieder zusammenzusetzen. Aber es waren ja auch ein paar kleine noch rumgelegen und so. Aber das ist nicht schlecht. We did it! Not bad if I do so say so myself. Yeah, but don't you think it's strange? Put the statue back together, but look. Ah, okay. What's with all these leftover white pieces? Hmm, these two look like they go together. And these pieces too? Athena, what do you think you're doing? Don't stop me now. The artist inside me wants to get out and have a good time. Oh, okay. Es gab noch eine Statue. So, what is it? Ah, it's the goddess of law holding a pair of scales in one hand and a sword in the other. That's quite a feat you pulled off there, Fräulein. Phew, I love that feeling you get after you work really hard on something. Aber wie hat sie jetzt aus 3 so Bruststücken das Ding zusammensetzen können? Das ist ja der Wahnsinn. No, 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 I knew who it was. I meant to ask what's it doing here. Not sure. There's no statue like this in the stage plans. Stimmt, ja. Still, I could swear I've seen the statue somewhere before. Ja, haben wir auch. Stand hier nicht in der Schule halt sonst irgendwo rum? Ich meine, das ist ja auch logisch hier für eine Jura-Akademie. This and the statue of Clavier were broken at the same... nochmal. Were broken at the same time, but have been repaired. No one knows where it came from. Genau, wir haben diese Statue und die von Clavier gleichzeitig... Also jetzt wieder zusammengesetzt und die wurden gleichzeitig zerstört. Anscheinend. Kann ja auch zu verschiedenen Zeiten passiert sein, aber die wurden anscheinend gleichzeitig zerstört. Und keiner weiß, woher die jetzt kommt. Und was die hier macht. The more we learn, the deeper the rabbit hole goes. At least we're moving in the right direction. Let's keep searching the stage for clues. I've been wondering about something this whole time. You know that pole at the edge of the stage? Mm-hmm. You mean this? It has a wire that goes off and connects to something somewhere. Hm. Interessant. Ich kann mich übrigens alles angucken. An impressive building, fit for an impressive school. Yeah, and these beautiful walls are like a big blank canvas. See, my shoe prints leave really distinct marks. Hey, cut it out before you get us in trouble. Okay. Das Fenster natürlich und noch hier. Ah ne, das zählt gar nicht dazu, hier ist noch so ein Stofffetzen oder so. Okay, und dieses Ding hier. This wire is for hanging banners over the stage. Stimmt, das hat er ja auch erzählt, dass da eigentlich Banner sein sollten. One of the policemen who was here earlier was checking how it worked. Oh, so that's why the banner looks like it's out of place. The banners are hung and removed from the art room over there. That's the art room over there? As in the scene of the crime? Oh. Das habe ich gar nicht... Ja doch, aber das macht schon Sinn. Das ist da ganz in der Nähe gewesen. Passt schon. Bingo, Fräulein. It's still crawling with cops, though. Hey! Anyone in the art room? Ah! Hi! Oh, it's you people! In justice we trust! Ah, it's Detective Fulbright! In justice we trust! Is that some kind of a greeting between you two? Detective Fulbright, can you lower that banner from there? Of course! Just leave it to me!
How's that? Phew. Thanks, Detective. Injustice we trust. Always glad to help. Injustice we trust. Ah, schön. So, is that some kind of greeting between you two or not? Oh, okay. Well, looks like the banner's down now. Let's go take a look. Aber das wurde zusammengebunden. Okay, das ist sehr, sehr... Das habe ich gar nicht erwartet, dass wir hier noch so viele Sachen finden würden. So viele Sachen, die irgendwie keinen Sinn ergeben aktuell. Mit den Statuen, mit diesen weißen Stücken und der anderen Statue da, mit dem Banner. Das ist... Kann ich noch gar nicht zuordnen. Weil wir wissen, über den Mord selber wissen wir ja noch gar nichts. Ob wirklich das im Artroom passiert ist, der Mord. Also wahrscheinlich schon. Aber halt wie die Leiche dann hier hinkam und was hier auf der Stage noch passiert ist, wissen wir gar nichts. Es ist ja voll viel passiert anscheinend. Die Statuen sind zerbrochen, die eine war irgendwie gar nicht da, die Banner waren weg und das zusammengebunden irgendwie. Also sehr komisch. Aber ja, ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destinies. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann die Stage noch ein bisschen weiter an, vor allem dieses zusammengebundene Banner hier. Und was es damit auf sich hat und auch mit all den anderen Sachen. Vielleicht werden wir beim nächsten Mal schlauer, vielleicht auch erst in ein paar mehr Parts. Mal schauen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.